Und damit willkommen zurück bei Minecraft Phantasia in einer neuen kleinen Aufnahme und leider immer noch alleine. Ja, seit dem letzten Mal hat sich nicht viel getan, einfach aus Zeitgründen. Was neu ist, werde ich euch gleich kurz zeigen und soll jetzt auch mal mehr eine kleine Informationsfolge werden. Und ihr seht hier, ich hatte mal mit mich ein bisschen geangelt. Ja. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal ganz kurz was Neues, nehme was zu essen mit. Und ich werde dann auch nochmal kurz ein paar Setzlinge holen. Ich denke, das mache ich jetzt gleich noch mit. Da mache ich dann, während ich etwas zeige, sogar gleichzeitig was Sinnvolles. So, habe. Gut, ich habe keinen Hebel dabei, daher lassen wir das jetzt mit den Setzlingen doch erstmal. Gehen wir erstmal rüber. Ja, hier habe ich jetzt. Oh, na gut. Nicht so schlimm. Wird es etwa gerade wieder Nacht? Ich sehe die Sonne nicht. So. Machen wir ein bisschen Tag, damit es ja Tag bleibt, während wir hier einmal durch die Gegend laufen. Laufen ist gut. So. Und zwar, man sieht es jetzt schon ein bisschen. Es ist ja auch überhaupt nicht unauffällig oder so. Habe ich einen Weg gebaut, da muss auch noch ausgeschildert werden, hier durch und dann hier hoch, den muss ich noch mal ein bisschen verkleiden und da kommt dann hier auch noch die Bahnstrecke raus, die hinten vom Bahnhof schon ein bisschen herführt, bis dort vorne hin, mehr ging leider nicht, weil ich kein Gold mehr hatte. Und zwar ist das jetzt einfach, ihr kennt hier oben die Schaffarm und hinten noch die Kühe und alles, sollte ich euch das mit gezeigt haben schon. Und der Tunnel führt jetzt einfach so ein bisschen dran vorbei. Wenn man mal ins Hinterland muss, geht man dann eben später hier durch. Und da geht man dann einfach hier drüber. Und ist dann schon auf der anderen Seite und muss nicht erst über die ganzen Berge kraxeln. Genau, und ist dann hier, kann dann hier hinterlaufen. Zeigt euch nochmal ganz kurz von der Seite. Mal gucken, ob der Baum dafür schon ausreicht. Genau, habe ich hier noch eine kleine Brücke dazu gebaut. Weil hier nur so ein Stein, schwebende Steinbrücke ist blöd und ich habe mir gedacht, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier komplette Steinwand, ist doof. Daher haben wir es so gemacht. Hier habe ich noch einen kleinen Wasserfall eingebaut, einfach weil die immer ganz schön aussehen, finde ich. Genau, und hier oben, wenn man jetzt hier durchguckt, dahinter sieht man schon den Baum, dort ist dann Schafe und alles drum und dran. Ja, und da kann man dann, wie gesagt, hier einfach mal irgendwo hingehen, wo es denn beliebt. So, ich esse kurz was und dann halt. So. Gehen wir jetzt gleich mal außen rum. Wenn wir uns dann hier noch zurechtfinden. Oh, Fleisch. Zombie-Fleisch. Ja, und was ich in der Folge eigentlich mal ansprechen wollte, ist ja, wie ihr in der letzten Folge vielleicht schon gemerkt habt und auch in dieser Folge bemerken werdet, es ist auf dem Server nicht viel Neues entstanden und ja, es ist auch von der Zeit her nicht so, genau, die Kuhfarm, Weizen und so weiter. Ich hoffe, ich hatte es euch in der letzten Folge schon gezeigt. Ich dachte, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Wo war ich denn geblieben? Ah ja, es ist von der Zeit her nicht immer so, dass man sagt, man kann mit jemandem zusammen aufnehmen und die Lust ist dann irgendwie immer so da und wenn man sich selber zwingt, ist das dann natürlich auch ein bisschen blöd. Genau, hier unten sind noch ein paar Schafe, die hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Naja, und das Ganze ist dann eben so ein bisschen, und klappt dann doch nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und da habe ich jetzt auch schon gemerkt, manchmal hat man keine Lust, dann hat man andere keine Lust, und geht es immer so ein bisschen hin und her. Und aus diesem Grund wäre das nämlich auch erst einmal die letzte Folge von Minecraft Phantasia. Es gefällt mir eigentlich nicht ganz so, weil ich damals absolut Bock auf das Projekt hatte.
aber auch durch meinen Urlaub mit YouTube-Urlaub, wo ich gesagt habe, ich lade keine Videos hoch und wo es auch für mich viel zu viel Arbeit gewesen wäre mit Fantasia, habe ich gesagt, okay, mache ich danach, nur jetzt ist aus dem Ganzen ein bisschen die Luft raus, ich muss wieder arbeiten, habe noch einen Haufen anderer Let's Plays und Minecraft Fantasia ist dann mehr so ein Nebenbei-Projekt gewesen, wo man auch mal ein bisschen Lust drauf haben muss. Minecraft ist ja sowieso, so leckt eigentlich die ganze schöne Sache, ja, ich weiß es gar nicht. Minecraft ist wie gesagt sowieso was, wo man Lust drauf haben muss und auf Minecraft an sich habe ich schon viel Lust, aber auf Minecraft Fantasia manchmal auch gar nicht. Und wie gesagt, wenn er auch manchmal kämmerisch mitmacht und so, ich meine, ich habe da meinen Uploadplan und ich will auch meine Folgen haben und jedes Mal schreiben müssen, oh sorry Leute, hat nicht gepasst, das wird ausfallen. Und deshalb wäre das dann heute die letzte Folge. Das ganze LP werde ich dann unter entweder angezockt laufen lassen oder dann schon doch unter beendet. Ich weiß noch nicht genau, aber es wird dann auf jeden Fall von Minecraft Fantasia nicht bei mir erstmal keine weiteren Videos mehr geben. Ganz ausschließen möchte ich das nicht. Aber sagen wir mal so, es ist momentan mit 90%iger Sicherheit so. Und ja, so viel denke ich erstmal dazu. Was noch neu ist, was ich euch, soweit ich weiß, noch nicht gezeigt habe, das mache ich jetzt noch ganz kurz. Also ich glaube, dass ich euch noch nicht gezeigt habe, ich bin mir nicht sicher. So. Ne, in die Höhle möchte ich jetzt nicht rein. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ist nicht ganz so schön, wie es gelaufen ist, aber es ist eben so. Und ja, machen wir auch so. Und zwar, die Ecke hier ist jetzt Terra geformt, war, ging ja früher noch durch. Und auf der anderen Seite, das müsste man jetzt... Mir fehlt ein Erdblock. So, und auf der anderen Seite, das müsste man eigentlich auch sehen, da müsste man gleich mal schauen, genau. Hier unten das Wasser, das war ursprünglich mal mit dem hier verbunden gewesen. Und ich habe einfach gesagt, weil ich hier nicht immer hinten reinschauen wollte, habe ich das mal zugemacht. Genau, hier die Kirche, ich weiß gar nicht, ob ich die euch auch schon mal gezeigt habe, gehen wir mal ganz kurz rein. Ist noch absolut nicht fertig, war noch, oder ist noch im Entstehen begriffen. Genau, hier einmal ringsrum erstmal. In der Mitte, das ist nur Deko, da ist nichts drin irgendwie. Einfach nur, damit man auf der anderen Seite die Bücherregale hat und die Tür, für den Fall, dass man erstmal noch rein möchte. Genau, hier oben kann man auch noch die beiden Türme drauf. Hier oben kann man, glaube ich, ja mittlerweile auch drauf. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon eine Treppe drin ist. Aber wir gehen jetzt mal den Turm hier hoch. Da ist man dann hier oben noch mit drauf. Ja. Gut. Und das, was ihr gerade noch gesehen habt, werde ich mal noch nicht spoilern. Ja. Das wäre jetzt erstmal die Kirche. Soweit ist, wie gesagt, noch im Entstehen begriffen. Und ansonsten habe ich jetzt auch nicht viel Neues bei mir. Ich weiß eigentlich gar nichts. Genau, jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Gehen wir nochmal kurz rüber zu mir ins Haus. Und dann würde ich die Folge, auch wenn sie wieder sehr kurz ist, denke ich schon langsam aber sicher beenden, weil es ist ja nichts weiter neu. Ach doch, ein was Neues gibt's noch, bevor ich es vergesse. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar, Moment, dort ein kleines Stück. Da drin gibt's auch was Neues. Ach ja, man muss ja jetzt wieder normal durchs Portal. So, einmal auf der anderen Seite. Genau. Und zwar aus Gründen, die mir, beziehungsweise uns, unbegreiflich sind. Aber das ist einfach, solche Sachen muss man auch nicht verstehen. Hat es das Portal nach dort oben gesetzt. Das heißt quasi, hier unten ist ein Portal, was aus ist. Und hier oben ein Block weiter, und ein Block, also eine Etage oben drüber und ein Block weiter vorne, hat es ein neues Portal gesetzt, was an ist. Ich sag mal so, der Vorteil, was das für uns ist, ist einfach kostenloses Obsidian. Das möchte ich einfach mal so anmerken, dass es jetzt wirklich, oder dass das jetzt wirklich schön ist.
Und guck mal, ich will nur mal was probieren, wenn ich jetzt hier sage. Ah, okay, das sieht dann so aus. So. Ja, hier jetzt, wie gesagt, ein Portal, was an ist. Und ansonsten, jetzt gibt es hier einen kleinen Weg, einfach damit wir nicht mal so runterfallen. Da lag noch ein Steinchen rum und hier die Brücke über den Lavasee. Ich renne jetzt trotzdem mal drüber. Ich würde euch die Lava ja eigentlich kurz... Oh. Und da rennen wir schon wieder zurück. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich eh nichts, sind wir mal ehrlich. Was wir dort auf der anderen Seite haben, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar von hier aussieht. Moment, ich muss kurz an den Bildschirm rangehen. Ja, da sieht man ein bisschen, wo quasi mein Mauszeiger hin zeigt. Man kann es erahnen, bei mir scheint auch gerade ein bisschen Sonne auf dem Bildschirm. Eine Netherfestung, leider ohne Netherwarzen, dafür mit zwei Lohnspawnern. Haben wir dort ausgegraben, wenn man so will. Und haben uns auch schon ein paar Lohnruten mit nach Hause genommen. Netherwarzen, leider noch keine gefunden. Ich habe die Festung abgesucht, Soma hat die Festung abgesucht. Micha hat auch die Festung abgesucht. Es gab einfach nichts. Aber gut, lebt man jetzt damit. Müssen wir weitersuchen. Und ansonsten haben wir jetzt eben hier nochmal die neue Etage drauf gebaut und da fehlt dann später mal noch ein Dach. Wenn dann wirklich mal Viehzeug kommt, dass wir uns jetzt drin verschanzen. Ist jetzt echt ernsthaft runtergefallen. Egal, finde ich gut. Möchte ich mich nicht zu beschweren. Okay, ich denke, soweit wäre es jetzt wirklich. Ich will die Folge auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ein bisschen Glück wären es dann unter 10 Minuten. Ich renne hier nochmal ganz schnell, dass wir nochmal um mein Häuseli kommen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wäre es dann auch leider schon von diesem Projekt. Seht mir das nach, aber ich werde es auch nicht ändern. Solange sich da jetzt nicht irgendwas ganz Fantastisches ergeben soll. So, genau, nochmal kurz ins Häuseli rein. Mein Gut, ob ich jetzt privat weiterzocke oder nicht, ich denke schon ab und zu, aber eben nicht mehr auf YouTube. Privat, ich sag mal so, warum nicht? Warum nicht? Na gut, ich würde sagen, das wär's von der Folge und auch von diesem Projekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Leider, wie gesagt, kürzer als gedacht, aber naja. Kommt jetzt eben eine Folge War Thunder mehr und dann sind alle zufrieden. Na gut. Also wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge nicht, bis zu einem anderen Video. Tschüss!